Ach, ich bin gerade hier so richtig schön am Träumen. Ich sehe hier gerade die Bilder vom Cross. Was soll ich dazu sagen? Das waren noch Zeiten, wo ich das gemacht habe. Ach, das ist ja schon fast 20 Jahre her, wo ich auf der Motocross-Strecke am Fahren bin. Ich glaube, ich spinne. Mein Gott, ey, das waren noch Zeiten. Erstmal Cross gefahren und dann noch nachher Motorradrennen. Also ehrlich. Und das ist jetzt Folgendes. Das hat mir so gefallen, da habe ich gedacht, Mensch, Kapi, ich fahre ja immer diese Raketen hier. Hier diese richtigen Rennmaschinen, wo ich gerne mit auf der Rennstrecke fahre. Aber heute, nach 15 Jahren, habe ich mich einfach auf so eine KTM 96 gesetzt. Und habe mal gedacht, Supermotor fahren macht auch Bock. Dann habe ich den Ding um die Kurve genagelt, Fuß auf der Erde, und habe gedacht, das sind ja die alten Zeiten. Das muss ich auch haben. Da bin ich einfach zum ganz geilen Entschluss gekommen. Dann sagt ihr, ich hab's nicht mal auf der Birne, habe ich aber nicht. Pass auf, ich erzähle. Spanien, meine zweite Heimat, da fahre ich mit einer HP4 auf der Rennstrecke rum. Deutschland, eigentlich schon meine, gar nicht schon mal meine erste Heimat, aber immer noch geil. Fahre ich mit der Suzuki in Oschersleben am Sachsenring und am Nürburgring. So, jetzt muss ich mir mal überlegen, mit so einer KTM 96 könnte ich mal auf die Kartbahn rumballern. Das habe ich jetzt mal gesehen, selbst in Kartalen im Winter. Und wisst ihr was, Balke, was ich gesagt habe? Scheißegal, das mache ich. Da bin ich hergegangen, habe gesagt zu dem Typen mit der KTM, gib her den Hobel. Drei Motorräder, eine nette Frau, drei tolle Angestellte. Ich habe so ein geiles Leben. Mein Herz schlägt nur mal für Motorräder, Jungs. Deswegen sage ich nochmal, macht es so wie ich und ihr werdet glücklich sein. Nicht zu Hause sitzen und denken, ich werde jetzt rennen, ich fange an Grashalme zu zerren. Das kann ich vergessen. Also, Brune ist Brune und wird auch Brune bleiben. Kann sein, dass ich irgendwann mal da so hermarschiere, aber einfach patsch und liege auf der Erde und bin abgetreten. Dann habe ich aber zu meinen Angestellten gesagt, hört zu, wenn ich das mal erleben soll, nicht wenn ich das mal passieren sollte, dann müsst ihr mir den Lederkombi anziehen, wenn ich einen Herzinfarkt gekriegt haben sollte. Ist das klar? Haben die gesagt, KP, das machen wir. Du stirbst, wenn du stirbst, kriegst du einen Kombi angezogen und dann sieht das richtig geil aus. Vielleicht werde ich da mal kurz noch mal wach und mache mit den Armen zwinker, zwinker. Alles klar, Maike? Wünsche euch noch einen schönen Tag.